Herzlich willkommen zu diesem vierten von 10 Videos zu Quizlet. Und früher oder später wirst du dich nicht die Frage stellen, ja, wie erstelle ich meine eigenen Lernkarteikarten, wie mache ich meine eigenen Quizze? Und dazu gibt es natürlich einige Möglichkeiten. Der geschickteste Weg meiner Meinung nach ist der über den Browser, über quizlet.com. Ja, notwendig ist, wie ich es im vorgehenden Video schon gesagt habe, dass du dich kostenlos registrierst, dass du dich nämlich einloggen kannst. Und wenn du dann eingeloggt bist, gibt es hier oben dann, wenn du drinnen bist, die Möglichkeit Erstellen. Wenn du auf Erstellen klickst, dann erscheint dann hier oben dann der Titel deines Quizzes. Und ich gebe jetzt einmal ein Zahlen, Englisch. Probiere mich jetzt da mal und vertippe mich schon. Ist aber jetzt nicht so tragisch. Und dann stelle ich mir natürlich die Frage, okay, für wen soll es sichtbar sein? Soll es für alle sichtbar sein? Ja, wenn ich das ändern möchte und das nur für mich sichtbar sein sollte, ja, oder nur für bestimmte Kursmitglieder, die ein bestimmtes Kennwort haben, dann könnte man das auch machen. Ich mache mal nur für mich. Bearbeitbar auch nur durch mich, also nicht jemand anderer könnte es noch verändern, also keine Schülerin oder Schüler. Und die nächste Entscheidung, die ich dann treffe, ist natürlich dann die, gebe ich da noch eine Beschreibung zum Beispiel dazu. Das könnte ich dann auch noch in der Form machen, wenn ich jetzt hierher klicke, zum Beispiel Beschreibung, englische und schon wieder vertippt, englische Zahlen lernen, einfach gemacht. Ja. Dann gehe ich hier rein und wähle mir die Sprache aus, die ich hier in der linken Spalte dann habe, also beim Begriff. Und auf der rechten Seite wähle ich jetzt in dem Fall hier Englisch aus. Macht natürlich dann einen Sinn, vor allem wenn das Wort oder die Begriffe immer dann vorgelesen werden sollten. Oder ich fange an, ja, genau. Ich gehe jetzt hier auf die rechte Seite, haben wir da schon was vorbereitet, dass ich da nicht allzu viel tippen muss. Kopieren wir das einfach hinein. Das heißt, wenn du selber dann dir Quizze zubereitest, dann kannst du die dann ja auch vorher das dann schon so machen, dass du das dann in eine Textdatei geschrieben hast, damit du nicht lang im Internet sein musst. Ich kopiere das jetzt hier ganz geschickt dann einfach da nochmal hinein. Du siehst schon, warum ich hier 4, 5 Begriffe eingefügt habe auf diesem Word-Dokument in dem Fall hier. Ja. Hab das jetzt hier gemacht. Habe also auf der linken Seite hier die Begriffe. 1, 2, 3, 4, 5. Habe hier die richtige Sprache Deutsch eingestellt, hier auf der rechten Seite Englisch. Könnte hier noch weitere dann einfügen, mich hier auf Hinzufügen gehen würde. Mache ich jetzt momentan nicht. Ich drehe nur ein kurzes Video. Klick hier auf Erstellen. Und das Video wurde erzeugt. Zahlen Englisch. Und könnte damit dann dementsprechend dann schon spielen. Also siehst, das ist sehr einfach gemacht. Wenn ich es dann noch bearbeiten möchte, könnte ich dann an und für sich dann ganz locker dann dahergehen. Könnte hier dann einzelne dann zum Beispiel dann bearbeiten, klickt dann hinein, kann hier dann weitermachen. Er spricht mir das sogar vor. Ja, zu, spricht es mir in Deutschsprache vor, kann hier dann hergehen, erreicht dann im Prinzip dasselbe und kann dann hier das nachbearbeiten, kann dann hier noch weitere Inhalte dann noch hinzufügen. Wenn ich Bilder hinzufügen möchte, was ich hier machen kann, weil ich hier etwas an Zusatz gezahlt habe, nicht so hoch, aber immerhin, kann ich hier noch Bilder hinzufügen und ich kann auch hier Audios aufnehmen, könnte also hier selber dann noch einen irgendwas aufnehmen, irgendwelche Worte sprechen, welche Aufforderungen an die Schülerinnen und Schüler sprechen und kann das dementsprechend machen. Ja, klick auf Fertig. Und wenn ich dann eingestellt hätte bei meinem Quiz, dass das dann wirklich auch andere sich anschauen können, dann könnten alle jetzt dann, alle Schülerinnen und Schüler und so weiter, könnten dieses Quiz dann hier verwenden, im Prinzip dann weltweit. Ja, so einfach war es hier, selber ein Quiz zu erzeugen mit Quizlet. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du bist auch bei den anderen, weiteren Videos dabei. Beim nächsten Video geht es dann darum, dass man auch mit dem Lernemodus, den haben wir hier, den Karteikartenmodus habe ich schon gezeigt, dass wir den dann uns genau anschauen, wie man damit dann ganz toll und rasch und sinnvoll lernen kann. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.